Hallo, hallo, hier ist Klaus Grabenhorst. Das Thema Katastrophen und was sie mit den Menschen machen. Pandemien in der Literatur. Das Thema ist jetzt nicht jetzt also so weit hergeholt. Es soll einfach das, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben mit Corona, einfach in einen größeren Zusammenhang setzen. Es geht vor 56 Jahren los bis heute. Ich habe 4 literarische Werke ausgesucht. Vor 2 Jahren, als die Pandemie anfing, da waren die Buchläden plötzlich voll mit Albert Camus, Die Pest, ein Roman geschrieben in den 40er Jahren zur Zeit der deutschen Besatzung der Nazis von Frankreich. Dieses Werk werde ich ausdrücklich nicht besprechen und habe es auch nicht in meinen Kanon jetzt hier hineingenommen, weil es streng genommen meiner Meinung nach nicht um eine Pandemie, um die Pest geht, sondern die Pest eine Metapher für Faschismus, und das will ich einfach mal in eine andere literarische Ecke stellen. Vor 650 Jahren bis heute 4 Bücher, ich zeige sie auch gleich, und wir beginnen das Dekameron von Giovanni Boccaccio. Im Jahre 1348 wütete die Pest in Europa. In dieser Zeit, in der die ansteckende Kraft dieser Seuche mit solcher Gewalt von einem auf den anderen übersprang, Zitat, flüchtete eine Gruppe junger Leute, 7 Frauen und 3 Männer, aus der geplagten Stadt Florenz aufs Land. 10 Tage lang erzählten sie sich Geschichten, jeweils 10 pro Tag. Der Dichter Giovanni Boccaccio benutzte diesen Rahmen, um seine gesammelten Geschichten in seinem Il Decamerone, was zu Deutsch heißt das Zehntagewerk, dem ersten großen Prosabuch italienischer Sprache zu veröffentlichen. Natürlich dreht sich in diesem Werk viel um die Liebe, über die körperlich erfahren wird, und über die Lust, die Grenzen der Gesetze der Moral zu überschreiten. Gleichzeitig werden die Sphären der Kaufleute ausgeleuchtet, für die das Geld der höchste Wert ist. Und ebenfalls wird nicht gespart mit Kritik an der Kirche, die sich von ihren ursprünglichen Werten längst entfernt hat. Indem nun sich die jungen Leute von der alten Welt erzählen, bereiten sie sich gleichzeitig auch auf eine neue vor und versuchen auszuloten, wie für sie in der Zukunft nach der Pest ihr Leben aussehen kann. Das Buch wurde schon bald nach dem Erscheinen ein Bestseller. Die Kirche reagierte mit Verboten. Da das Buch aber so populär wurde, brachte man später von der Kirche zensierte Ausgaben heraus, wobei nicht die erotischen Stellen gestrichen wurden, sondern die, die sich über die verkommene Institution Kirche lustig machten. Und unzüchtige Mönche wurden dabei durch Edelmänner und lüsterne Nonnen durch brave Mägde ersetzt. Mittlerweile gehört das Buch zu den ganz Großen der Weltliteratur. Miguel de Cervantes, François Rabelais, Jonathan Swift, Honoré de Balzac und Johann Wolfgang von Goethe wurden von diesem Buch angeregt, ebenso William Shakespeare zu seinem Drama Ende gut, alles gut. Carlo Goldoni zu seinen Commedia dell'arte Stücken und Hans Sachs zu seinen Fasnachtsspielen. Durch das Motiv der drei Ringe,
der dritten Geschichte des ersten Tages in Il Decamerone wurde auch ganz besonders Gotthold Ephraim Lessing zu seiner berühmten Ringparabel seines Dramas Nathan der Weise inspiriert, dem Theaterstück der deutschen Aufklärung. Ich empfehle aus diesem Buch hier eine Taschenbuchausgabe, wenn man mal nur eine Geschichte lesen will, die siebente Geschichte vom sechsten Tag in der Stadt Prato. Es wird sich lohnen. Wir gehen in das Jahr 1832. Heinrich Heine über die Cholera. Seinen großen literarischen Durchbruch hatte der 1797 in Düsseldorf geborene Dichter Heinrich Heine 1827, also mit 30 Jahren, mit seinem Gedichtband Buch der Lieder. In einem anderen Werk, dem Prosabuch Reisebilder, setzte er sich mit den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen in Deutschland auseinander. Dann las er in den Zeitungen von der Revolution in Frankreich, die ganz Europa erschütterte, und von einer ganzen Reihe von Aufständen, die die Revolution in Europa begleiteten. In Belgien erkämpften sich die Belgier erkämpften sich die Unabhängigkeit von den Niederlanden. Polen kämpfte gegen die russischen Besatzer, Italien gegen Österreich. Selbst in Deutschland brannten Schlösser, erhob sich die Bevölkerung an vielen Orten. Innerhalb von 3 Tagen setzte die Pariser Bevölkerung den König ab und setzte den Herzog von Orléans als sogenannten Bürgerkönig ein. In seinem vierten Band der Reisebilder, 1831 erschienen, bekämpfte Heinrich Heine die nationale Engstirnigkeit in Deutschland und das unselige Bündnis von Königtum und Kirche. Vehement setzt er sich für die Abschaffung der Adelsprivilegien ein, fordert eine umfassende soziale Reform und eine Literatur des Fortschritts. Natürlich wurde sein Buch heftig angegriffen, er wurde angezeigt, das Innenministerium verbot sein Buch. Daraufhin packte er seine Koffer, um sich in Paris niederzulassen. Da ich nun wirklich einer Aufheiterung bedurfte und obendrein die preußischen Ketten im Winter sehr kalt sind und meiner Gesundheit nicht zuträglich sein konnten, so entschloss ich mich, nach Paris zu reisen. Hier erlebte er die Grundsteinlegung der allmählichen Liberalisierung Europas. Hier begannen die ersten politischen Veränderungen, die zu Demokratien führten, wie wir sie heute kennen. Heinrich Heine wurde im Dezember 1831 Paris-Korrespondent der damals bedeutendsten deutschsprachigen Tageszeitung, der in Augsburg ansässigen Allgemeine Zeitung. Er wollte mit dem Schreiben seiner Artikel nichts weniger als eine Geschichtsschreibung der Gegenwart, und sie wurden Meilensteine der deutschen Literatur- und Pressegeschichte. Wie der Heine-Experte Christian Liedtke schreibt, mit ihnen beginnt die Geschichte des modernen politischen Journalismus und des deutschen Feuilletons. Als Paris im Frühjahr 1832 von der Cholera heimgesucht wurde, berichtete Heine in der Allgemeinen Zeitung von deren Ausbruch. Allein in Paris fielen 1832 etwa 20.000 Menschen der Krankheit zum Opfer, darunter der französische Ministerpräsident, der sich bei einem Krankenhausaufenthalt infizierte und kurz darauf starb. Diese Artikel sind in französische Zustände. Das sind also Ausschnitte aus der Allgemeinen Zeitung vom 29.04. bis 2.05.1832. Natürlich kam dieses Buch 2020 auch auf den Markt. Es wurde
herausgelöst und nur die Cholera-Artikel zusammengefasst in einem Buch. Ich rede von der Cholera von Heinrich Heine. Wir gehen weiter in das Jahr 1918. Die Welt im Fieber. Laura Spinney. Die 1971 in Großbritannien geborene Laura Spinney ist Schriftstellerin und Wissenschaftsjournalistin und lebt heute in Paris. Neben Romanen erschien 2017 ihr Buch 1918, Die Welt im Fieber, über die spanische Grippe, die am Ende des Ersten Weltkrieges begann, sich weltweit ausbreitete und nach heutiger Forschung zwischen 50 bis 100 Millionen Tote forderte. Trotzdem sind ihre Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik und Kultur weitgehend unbekannt. Ob in Europa, Asien oder Afrika, an vielen Orten brachte die Grippe die Machtverhältnisse ins Wanken. Womöglich beeinflusste sie die Verhandlungen des Versailler Vertrages und verursachte Modernisierungsbewegungen. Anhand von Schicksalen auf der ganzen Welt öffnet Laura Spinney das Panorama dieser Epoche. Sie füllt eine klaffende Lücke in der Geschichtsschreibung und erlaubt einen völlig neuen Blick auf das Schicksalsjahr 1918. Und Dagmar Röhrling, eine Journalistin des Deutschlandfunk, meinte: Es ist eine Stärke des minutiös recherchierten Buches, dass die Autorin wie in einem Kaleidoskop die unterschiedlichen Aspekte beleuchtet und berät die Auswirkungen dieser verheerenden Pandemie im persönlichen wie im gesellschaftlichen aufzeigt. Übrigens heißt die spanische Grippe, hat nichts mit Spanien rein medizinisch zu tun. Man geht davon aus, dass sie in den USA entstanden ist, mit den amerikanischen Soldaten auf die Schlachtfelder im Ersten Weltkrieg in Frankreich kam und von da sich ausbreitete. Und da die Kriegsparteien nicht über diese Krankheit berichtete und das erste Land, in dem sie auftrat, das nicht Kriegsteilnehmer war, nämlich Spanien, wo es keine Zensur gab, über dieses Phänomen berichtet hatte, wurde sie deswegen spanische Grippe genannt. Sie hat also medizinisch überhaupt nichts mit Spanien zu tun. Dieses Buch kam auch 2020, ich glaube 2017 geschrieben, kam es hier auf den deutschen Markt und es passte natürlich genau in die Zeit, um mal den Blick ein bisschen von Corona auf die Weltgeschichte zu lenken. Und dieses Buch ist nicht nur ein Sachbuch, sondern eben auch durch die genauen Beschreibungen in den verschiedenen Ländern fast wie ein Krimi zu lesen. Laura Spinney, 1918, Die Welt im Fieber. So, und in Riesenschritten sind wir in der Gegenwart, von der Vergangenheit in der Gegenwart. Lockdown-Lyrik. 100 Gedichte von 100 Autoren. Leute, schreibt unter Hashtag Lockdown-Lyrik Gedichte zur aktuellen Situation und ich reposte sie. Let's go! Mitten im zweiten harten Lockdown Anfang 2021 rief der junge Berliner Lyriker Fabian Leonhard dazu auf, Gedichte zu schreiben. Innerhalb weniger Stunden sammelten sich über 100 Gedichte in seinem Postfach an, am nächsten Morgen 50 weitere. Es drängte sich bei ihm die Idee auf, daraus ein Projekt zu machen. Ein Gedichtband mit 100 Gedichten aus der Zeit des Lockdowns, ein Buch, das 100 Perspektiven von 100 verschiedenen Menschen zeigen würde, eine Art Lyrik-Tagebuch unserer Gesellschaft im Pandemie-Alltag. Zitat Ende. Viele Menschen beteiligten sich. Innerhalb kürzester Zeit entstand eine starke Community.
Regelmäßig wurden Livestreams veranstaltet, Ideen gesammelt und dann schwärmten die Akteure in alle möglichen Richtungen aus, um das Projekt noch bekannter zu machen. Schon bald erschienen die ersten Zeitungsartikel und Radiosender fragten nach Interviews. Mit den Gedichten wurden Flyer und Plakate mit der Beschreibung des Projektes gedruckt und in ganz Deutschland verschickt. Die Rückmeldungen waren überwältigend. In den wenigen Wochen bis Herausgabe des Buches wurden 1000 Gedichte eingereicht. Kleine Geschichten nebenbei. Ein Restaurant tackerte bei jeder Bestellung einen Flyer mit Gedicht an die Tüte. Und ein Zahnarzt im Ruhrgebiet sorgte dafür, dass alle Patienten seiner Praxis nicht ohne diesen Flyer die Praxis verließen. Über mehrere Wochen traf sich die Jury fast jeden Abend im Videocall, um gemeinsam die Auswahl der Gedichte zu treffen. Es wurden Listen angelegt und die Gedichte nach Themen und Stilrichtungen sortiert. Ziel war es, ein Buch zu machen, das sich zwar aus lyrisch fein geschliffenen Texten zusammensetzt, aber auch Unmittelbarkeit und rohe Alltagsrealitäten einfängt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Im März 2021 erschien im Trabanten Verlag in Berlin das Buch Hashtag Lockdown Lyrik 100 Gedichte von 100 Autorinnen, geschrieben im Lockdown, eine Art, wie es im Vorwort heißt, konserviertes Seelenleben in lyrischer Form. Und dieses Buch kann ich natürlich aus aktuellen Gründen besonders empfehlen. Es ist wunderbar zu lesen. Jeder hat solche Seiten, die vorkommen, und wenn er es nicht selbst erlebt hat, dann in seinem Bekanntenkreis Leute, die das erlebt haben. Ein wunderschönes Lyrikbuch, aber auch die anderen sehr zu empfehlen. 1918 die spanische Grippe, dann Heinrich Heine vor 200 Jahren, die Cholera in Paris. Wenn man das liest, hat man das Gefühl, man ist in die heutige Zeit versetzt, denn die Phänomene sind doch alle sehr verschieden, also sehr ähnlich, trotz ihrer Verschiedenheit. Und natürlich der Klassiker vor 650 Jahren ungefähr, Giovanni Boccaccio, einfach in der Pandemie sich zurückziehen und drüber nachdenken, wie stellen wir uns eine Welt danach vor. Ich bedanke mich fürs Zuhören, verabschiede mich und wünsche alles Gute.